Hallo zusammen, ich bin wieder zurück. Eine neue Runde. Wir gehen als allererstes mal. Ich genehmige mir als allererstes mal einen Steak. Und dann bringe ich mal ein bisschen Sand weg. Nicht alles, ein bisschen. Das schaffe ich gleich mal nach da hinten, weil ich würde gerne hier hinten auf alle Fälle das Lager weiterhin behalten. Da habe ich mich jetzt schon so dran gewöhnt, dass ich alles, also das meiste an Stuff, was wir so finden, würde ich gerne. Die wachsen aber hier. Sind die immer schon so weit hier reingewachsen? Naja. Würde ich jedenfalls gerne in dieser Hütte hier behalten. Das hauen wir hier rein. Sand. Soweit das Auge reicht. Nehmen wir mit. Oh. Da packen wir doch das hier einfach alles eins runter. Dann tun wir den Sandstein. Hier hin. Und wir bringen den Pfeil weg, die Knochen zuerst haben wir jetzt den Pfeil. Dann checken wir mal, wie viel Eisen wir noch. Ich glaube, wir müssen irgendwann auch mal wieder nach unten. Ich brauche auf jeden Fall einen Pickel. Pickaxe. Ich brauche auf jeden Fall eine Schaufel. Wir haben keine Diamanten, wir haben nichts. Ja. Die 51 Sand könnten vielleicht reichen. Soll ich mal ein paar Melonen mitnehmen? Könnte ich mal eine essen? Dann sind wir ganz voll. Habe ich eigentlich noch? Rüstung schaut auch schlecht aus. Ich hätte hier noch so Goldharnisch, also ein Brustpanzer aus Gold, ein Kettenhemd. Ja, die könnte man dann mal aufbrauchen, wenn es denn dann soweit ist. Ein bisschen reicht ja noch. Ich habe keine Hose und keine Schuhe. Naja. Jo. Wie wäre es mit. Wo ist meine Schere? Hier. Wer weiß, ob ich es brauche. Ich hau mal hier den. Das Zuckerrohr weg. Draußen haben wir ja da auch noch was. Was ich vielleicht auch mal ganz gern machen würde, in eine der nächsten Folgen, wäre quasi in all unseren Häusern die Inneneinrichtung komplett machen. Weil wir haben ja noch einige Baustellen da.
wo wir quasi innen überhaupt noch nicht richtig fertig sind. Wir sind hier noch nicht richtig fertig. Ich würde da vielleicht ganz gern noch hier mal ein Bild aufhängen. Vielleicht hier auch noch eine Pflanze herstellen. Wie schaut mein Bad aus? Ja, Toilette haben wir keine. Brauchen wir eine? Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir eine hätten hier. Oder? Wir könnten auch hier irgendwie noch ein Bild herhängen. Wir könnten die Küche hier noch fertig machen. Also hier wäre auch noch etwas zu tun, einfach um das ein bisschen schöner zu haben. Bevor wir dann irgendwann ein komplett neues Bauprojekt wieder aufmachen, wäre doch mal sowas noch. Ich glaube, wir haben in unserer Mühle unten das zwar schön soweit, aber oben könnten da auch noch ein, zwei Sachen hin. Gut, hier könnte auch noch hier vorne, also das ist jetzt hier schon ein bisschen, ja, sieht doch hier vorne auch noch nicht so wirklich. Also hier könnte man auch noch einiges machen, vielleicht noch. Irgendwie nochmal baumtechnisch irgendwie was oder habe ich einen Setzling? Nee. Hier, okay, das Feld ist ganz nett. Aber auch hier wäre noch etwas mehr möglich. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen mehr Strandgebiet. Ich hätte das. Oh, das wollte ich nicht. So. Was haben wir hier? Das auf jeden Fall ein bisschen breiter machen. Hier. Aufpassen, dass ich hier nicht allzu viel wegklopfe und mir dann wieder mal nicht merke, wo ich es weggeklopft habe, weil ich würde das schon ganz gern so lassen. Ich finde das eigentlich ganz schön hier. Soweit. Mal schauen, ob man hier noch ein bisschen. Ja, hier könnte man jedenfalls so hergehen. Okay. Ich überlege gerade, ob man. Da hinten. Ich laufe mal vor, weil da hinten ein bisschen höher gehen könnten. Ich lasse jetzt mal nur die zwei Zuckerrohre. Ich würde. Ja, das könnten wir. Dass wir hier irgendwie. Vielleicht hier ein bisschen einen breiteren Sandstrand machen. Den dann hier etwas auslaufen lassen. Und zwar das hauen wir noch raus. Dirt, den Dirt nehmen wir mit. Ich gehe noch mal nach oben. Einfach um mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Ah doch, das ist, ich glaube, so ist schön. Die Frage ist nur, ob ich da unten
den Stein rausklopfen soll ein bisschen. Und hier einfach noch etwas Sand reinmache. So. Dann haben wir da ein bisschen mehr Sand. Strandfeeling. Hat er jetzt nicht was mit Meer zu tun oder sonst irgendwie was, aber irgendwie. So ein bisschen Sand hier außen rum. Ich mag das eigentlich ganz gern. Jetzt habe ich keinen Sand mehr. Ach nee, unglaublich. Jetzt habe ich gedacht, dies reicht uns leicht. Hm. Nichtsdestotrotz. Klopfe ich das hier mal raus. Das und das und das und das und das. Könnte sich ja auch vorstellen, das hier einfach etwas tiefer zu lassen. Im Hinblick darauf, dass man da ja vielleicht auch mal angeln könnte. Und dann ist das Ganze hier ein bisschen tiefer. Und wir kriegen dann ein bisschen mehr. Ja, das Gefühl, als wenn wir halt auf einem, an einem Strand, an einem See wären. Soll ich hier noch zwei rausmachen? Achso, ich habe keinen Sand mehr. Das bringt jetzt gar nichts. Ich schaue mal schnell rein in unsere Kiste, ob da zufällig. Was ist eigentlich das hier? War das der Endemann oder? Das Feuer, gell? Das schafft mich auf. Dieses Geknister. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Bude fackelt ab, wenn das so knistert. Aber dem ist ja nicht so. Ich hole mir noch ein bisschen Sand. Einen Moment. Das haben wir gleich, das machen wir morgen. Hier dieser Weg hier von A nach B. Wie wäre denn das, wenn wir da auch noch irgendwas machen würden? Bin mir nicht halt ein Setzling. Eiche. Achso, halt falsche Richtung. Hier ist der Ausgang. Verzeihung. Was könnte man hier so... so noch machen? Schauen wir gerade mal. Hier, das ist ja hier auch irgendwie schon ziemliches Loch hier, oder? Schön ist anders. Wenn man hier so rauskommt und da reinschaut. Ja, ich überlege mir was. Irgendwas könnte man hier machen. Schauen wir mal, dass wir da unten noch ein bisschen... Sand hinbringen. Jetzt habe ich doch gesagt, man könnte es tiefer lassen, gell? Habe ich gesagt, oder? Soweit ich mich erinnere. Das würde ja bedeuten, ups,
gerne hierher stehen. Wir machen einfach hier noch ein bisschen Sand. Hier vielleicht noch eine. So. Dann hauen wir das weg. Dann muss das weg. Dafür Sand rein. Wollte ich hier irgendwie Sand machen oder? Schau mal, wie geil. Die Sonne geht schon wieder unter. Ich gehe mal nach oben. Da schlafen wir eine Runde. Da kommt schon der erste Zombie. Ja. Ich hab's gedacht. Geahnt. Wo ist er? Hallo. Kommen Sie rein. Ja, kommen Sie halt rein. So. Na, schauen wir, ob es jetzt geht. Jawohl. Das ist prima. Die Türen. Ich bin mir ein bisschen unsicher hier mit dem Sand, wie ich das hier alles machen soll. Aber ich mache es jetzt einfach mal irgendwie. Bislang hat es immer eigentlich ganz gut geklappt nach meinen Vorstellungen, wie ich mir gedacht habe, dass es ganz gut aussieht. Hopp. Auffüllen. Ich muss hierher stehen. Na komm, jetzt. Dass das ein bisschen zügiger geht. Ha? Der Boden ist aus Stein. Nicht ganz das. Ja, aber ich glaube, ich lasse das so. Und füll mal hier. Ups. Hier noch Dirt rein. So. Den hier tausche ich auch aus gegen Dreck. Feierabend. So. Jetzt sind wir die Steine los und dann würde ich sagen, dass ich mich mal mit diesem Blick hier verabschiede. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin.